Ja, liebe Melissa, lieber Philipp, liebe Gemeinde, ich freue mich, hier heute dabei sein zu dürfen und euch bei diesem besonderen Moment auch so eng begleiten zu dürfen. Es geschieht häufiger, dass der Bräutigam seinen Bruder als Trauzeugen auswählt, weil es irgendwie naheliegend ist. Bei uns beiden ist es, zumindest aus meiner Sicht, etwas sehr Besonderes, weil wir nicht einfach nur Brüder sind. Du bist für mich viel mehr, du bist mein bester Freund und seit 26 Jahren einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich weiß, ich kann mich immer auf dich verlassen und dasselbe Gefühl möchte ich dir auch vermitteln. Hör auf, bitte. Ich habe schon häufig gesagt, dass ihr beiden so eine Beziehung führt, wie sie sich jeder erträumt. Ihr habt miteinander Spaß, aber ihr könnt auch ernste Themen besprechen. Ihr gebt euch Freiheiten und seid doch irgendwie oft ganz eng. Von dem heutigen Tage habe ich allen in den letzten Tagen erzählt, weil ich auch einfach sehr stolz auf euch beide bin. Ich bin froh, dass wir heute so zusammenkommen, um euch diesen Tag zum schönsten Tag eures Lebens zu machen. Dafür werden wir auch später alles geben. Weißt du eigentlich, warum ich dich so sehr liebe? Bei dir fühle ich mich frei. Bei keiner anderen Person auf dieser Welt fühle ich mich so lebendig. Und weißt du auch wieso? Weil in jeder Sekunde spüre ich, wie sehr du an mich glaubst und wie bedingungslos du mich liebst. Und weil ich in jeder Sekunde spüre, wie sehr ich dich liebe und an uns glaube. Ich genieße es, mit dir Blödsinn zu machen, über alles und jeden reden zu können, dich zu berühren, gemeinsam mit dir viel zu lachen und auch mal zu weinen. Philipp, ich bin so dankbar, heute mit dir hier stehen zu dürfen. Man sieht die Dinge oft als selbstverständlich an, aber das sind sie nicht. Danke, dass du es schon so lange mit mir ausgehalten hast und nun bereit bist, auch den Rest meines Lebens mit mir zu verbringen. Danke, dass du das Versprechen an Opa gehalten hast und mich jetzt nochmal heiratest. Es ist manchmal schwer zu verstehen, wie viel Liebe ein Mensch einem anderen schenken kann, wie viel Liebe du mir geben kannst. Melissa, wir kennen uns seit der 5. Klasse und seitdem warst du mir immer eine echte Freundin. Auch dafür bin ich dir sehr dankbar. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir beide bei meinen Eltern auf dem Sofa gesessen haben, Filme geguckt und über Jungs gequatscht haben. Und ein paar Monate später warst du mit Philipp zusammen. Und 11 Jahre später stehen wir hier auf eurer Hochzeit. Das hätten wir uns noch niemals vorstellen können. Das hätten unsere 14-jährigen Ichs uns nie geglaubt. Ich freue mich, dass alles so gekommen ist, dass ihr euch gefunden habt. Ich wünsche euch alles Glück der Welt und dass ihr nie euren Humor verliert. Wir haben euch alle sehr lieb. Ich genieße es, mit dir Blödsinn zu machen, über alles und jeden reden zu können. Dich zu berühren, gemeinsam mit dir viel zu lachen und auch mal zu weinen. Du gibst mir so viel Kraft in allen meinen Lebenslagen und ich weiß, dass wir für immer zusammengehören. Du bist meine Vergangenheit, die Gegenwart und meine Zukunft. Ich liebe dich und werde es, egal was kommen mag, stets an deiner Seite sein und dir meine helfende Hand reichen. Ich möchte gemeinsam mit dir alt werden und dich für immer beschützen. Ich nehme dich, Melissa, zu meiner Ehefrau, damit ich keine Sekunde deiner Liebe und deiner Herzlichkeit verpasse. Es sind die Kleinigkeiten, die ich an dir schätze. Ich liebe es, wie du mich jeden Abend ins Bett bringst und mir einen Gute-Nacht-Kuss gibst und dann dich später zu mir kuschelst, auch wenn ich schon lange schlafe. Wie du mich ansiehst und mir nach fast 11 Jahren jeden Tag sagst, wie lieb du mich hast und darauf bestehst, dass du mich immer einmal mehr lieb hast als ich dich. Bitte hör niemals auf damit. Ich freue mich so auf die Zukunft mit dir. Ich kann es kaum erwarten, dass Henry bald bei uns einziehen wird. Dann sind wir nämlich schon eine kleine Familie. Ich liebe dich mehr, als es Worte ausdrücken könnten und verspreche dir, dass das niemals enden wird. Liebe Melissa, lieber Philipp, versprecht ihr euch, weiterhin füreinander da zu sein und euch gegenseitig zu unterstützen? Nicht nur in den glücklichen Zeiten, sondern auch, wenn das Schicksal es mal nicht so gut meint? Und wollt ihr gemeinsam laut lachen und euch in den stillen Momenten gegenseitig trösten und euch so lieben, wie ihr seid? Lieber Philipp, ich frage als erstes dich, wenn du das alles möchtest, jetzt und in Zukunft, und dein Leben
weiter mit deiner Melissa teilen willst, dann antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Liebe Melissa, wenn auch du dir das alles wünschst und dein Leben mit deinem Philipp weiter teilen willst, dann antworte bitte auch du mit einem enthusiastischeren Ja, ich will. Ja, ich will. Ich glaube, ihr dürft euch mal kurz küssen. Lange habe ich überlegt, wie ich fast 11 Jahre Beziehung in kurze Worte zusammenfasse. Dazu kam mir tatsächlich nur ein Gedanke. Wie beschreibe ich bedingungslose Liebe am besten? Was bedeutet das eigentlich? Für bedingungslose Liebe gibt es keine klare Definition, sondern es sind die Gefühle, die ihr anderen vermittelt, wenn ihr zusammen seid. Gefühle gehen über pure Akzeptanz, Selbstverständlichkeiten bis hin zu Vertrauen und tief empfundener Liebe und Freundschaft. Jeden Tag aufs Neue zeigt ihr der Welt, was für ein Sinn hinter diesen starken Worten steckt. Wie ihr euch anschaut, berührt und liebt. Jedem von uns wünsche ich eine so starke Verbindung, wie ihr sie habt und diese auch zeigt. Ihr seid der Inbegriff dessen, was manche Menschen ihr Leben lang vergeblich suchen. Like when I close my eyes.